Hirn aus, Spiel an, einmal durchladen und dann ordentlich losballern. Das ist bei vielen Singleplayer-Shootern heutzutage Programm. Doom, Bulletstorm und Co. setzen eben weniger auf tiefgründige Erzählungen oder ausgearbeitete Charaktere, sondern mehr auf actiongeladene Inszenierung und flüssiges Gunplay. Wer also mal was mit Substanz spielen will und kein stumpfes Schützenfest, der muss ein wenig suchen. Oder noch einfacher, dieses Video hier schauen. Wir stellen euch in unserem Einkaufsführer nämlich mal 10 Genrevertreter vor, die nicht nur mit einem knackigen Spielgefühl, sondern auch mit einer packenden Handlung punkten können. Bock auf eine Party ohne Ende? Dann schaut doch mal auf der Insel Blackreef vorbei. Die Kulisse des Shooter-Adventures Deathloop steckt in einer endlosen Zeitschleife fest, die es allen Bewohnern erlaubt, zu feiern, als ob es kein Morgen gäbe. Weil es ja wortwörtlich keinen Morgen gibt. Stattdessen wiederholen sich dieselben 24 Stunden immer und immer wieder. Nach Mitternacht werden alle Handlungen, ihre Auswirkungen und die Erinnerungen daran ausgelöscht und der Tag beginnt von vorne. Nur nicht für eure Hauptfigur Colt. Die hat scheinbar so gar keinen Spaß am dekadenten Feiermarathon und will so schnell wie möglich aus dem Teufelskreis ausbrechen. Das Problem, der gelernte Auftragskiller hat so gar keine Ahnung, wie das klappen soll, weil ihm natürlich durch eine heimtückische Amnesie jegliche Erinnerungen fehlen. Ihr müsst also erst Stück für Stück zusammenpuzzeln, wie ihr den Loop zerstören könnt, wie er überhaupt entstanden ist und welche Rolle ihr in der ganzen Nummer eigentlich spielt. Und dann wäre da ja auch noch eure Gegenspielerin Juliana, die mit allen Mitteln versucht, euch von eurem Vorhaben abzuhalten. Gerade dieser Zweikampf wird von den Entwicklern richtig toll inszeniert. Colt und Juliana liefern sich per Funk unterhaltsame Wortgefechte, die besonders in der englischen Vertonung klasse zur Geltung kommen. Auch die Gestaltung der Spielwelt mit ihrem funky 60er-Jahre-Design und ihren vielen versteckten Geheimnissen weiß zu überzeugen. Nur beim Gameplay hätten wir uns ein klein wenig mehr Freiheit gewünscht. Am Ende gibt es nur eine einzige Möglichkeit, an euer Ziel zu gelangen. Der Weg dahin lohnt sich aber in jedem Fall. Wolfenstein 2 The New Colossus wird in den Kommentaren wahrscheinlich heftige Diskussionen hervorrufen. Hat der Ego-Shooter wirklich eine gute Story? Naja, kommt drauf an, wie man's nimmt. Einen Literatur-Nobelpreis werden die Macher von Machine Games für ihr Werk sicherlich nicht bekommen. Spaß kann man damit aber trotzdem auf jeden Fall haben, wenn man sich denn auf den abgefahrenen B-Movie-Stil einlässt. Statt einer tiefsinnigen Erzählung gibt es hier einen Haufen an witzigen und verrückten Ideen. Das zeigt sich schon an der Prämisse selbst. Das Spiel versetzt euch in ein alternatives Universum, in dem die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die USA erobert haben. Und ihr führt jetzt den Widerstand an, um das Land von seinen Besatzern zu befreien. Über die folgenden 10 bis 12 Stunden wird's dann nur noch absurder. Da bekommen Charaktere den Kopf abgehackt und wieder drangenäht, der Führer hält auf der Venus ein Casting für seinen neuesten Propagandafilm ab, Atombomben werden in Feuerlöschern versteckt und übergewichtige Nazi-Mädels in U-Booten gevögelt. In diesem vollkommen überzogenen Actionfeuerwerk ist für wirklich jeden was dabei. Ergänzt wird das alles durch grandioses Gunplay. Wolfenstein The New Colossus steuert sich flott und präzise. Euer riesiges Waffenarsenal bringt nicht nur den nötigen Bums mit, sondern lässt sich auch noch ausgiebig upgraden. Kopfzerbrechen bereitet da eigentlich nur noch die deutsche Version, die teils heftig geschnitten wurde. Natürlich kommt eine Liste der besten Story-Shooter nicht komplett ohne den Namen Call of Duty aus. Der Platzhirsch des Genres hat seine Kampagne in den letzten Jahren zwar zunehmend vernachlässigt, mehr als nette kleine Beigaben zum deutlich lukrativeren Multiplayer-Modus waren die Dinger meist nicht. Aber trotzdem kann das Activision-Franchise einige durchaus spannende Geschichten vorweisen. Man muss dafür nur eben ein wenig in der Vergangenheit graben. Genauer gesagt geht's zurück ins Jahr 2007. Da erschien Call of Duty 4 Modern Warfare, der erste Serienableger, der nicht im Zweiten Weltkrieg spielte. Und der erste, der eine durchgehende Handlung erzählte, rund um einen fiktiven Konflikt zwischen den USA und Russland, der hart zu eskalieren droht. Das Besondere dabei, ihr erlebt das Ganze aus der Sicht mehrerer Charaktere. Ihr springt also immer wieder zwischen verschiedenen Schauplätzen hin und her. Das sorgt für ordentlich Dynamik und Abwechslung. Vom Nahen Osten bis zu den USA ist alles dabei. Unvergessen bleibt aber besonders der Ausflug in die Geisterstadt Pripyat, inklusive dieser ikonischen Szene. 50.000 Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Mit Atombomben und abstürzenden Helikoptern wird aber auch sonst eine packende Inszenierung geboten, die mit ihrer mutigen Darstellung von Krieg und Tod damals neue Maßstäbe setzte. Bis heute ist Modern Warfare das am besten bewertete Spiel der Reihe, mit einem Metascore von 94 Punkten.
Und dank der 2016 veröffentlichten Remaster-Version könnt ihr diesen Meilenstein auch heute noch in zeitgemäßem Gewand erleben. Mit HD-Auflösung, verbesserten Texturen und dynamischer Beleuchtung. Eine Spielesammlung in der Liste der besten Story-Shooter? Ja, zugegeben, mit der Halo Master Chief Collection schummeln wir so ein klein wenig. Aber zu unserer Verteidigung, es ist schon etwas schwierig, sich aus den mittlerweile über 10 Serienteilen den einen herausragenden rauszupicken. Ebenso schwierig dürfte es wohl sein, als Neuling willkürlich mit irgendeinem beliebigen Ableger in die Reihe einzusteigen. Denn ohne Vorkenntnisse wird's in dem Sci-Fi-Epos eher schwer. Die Lore rund um den Master Chief, seine KI-Begleiterin Cortana, die Alien-Invasoren der Flood und die namensgebenden Halo-Ringe kann nach knapp 20 Jahren Franchise-Geschichte schon mal etwas unübersichtlich werden. Deshalb unser Tipp, spielt doch einfach die komplette Saga. Lernt in Combat Evolved euren genetisch modifizierten Supersoldaten Spartan 117 kennen und rettet mit ihm die Menschheit vor ihrer Auslöschung. Stellt euch in Teil 3 zusammen mit dem Gebieter der außerirdischen Allianz entgegen und entscheidet das Schicksal der Galaxie und macht euch mit Halo 4 schließlich auf zu neuen Ufern. Lernt das fantastische Halo-Universum Stück für Stück immer besser kennen und lasst euch von der bombastischen Inszenierung begeistern, die dank überarbeiteter Grafik und verbessertem Gameplay sogar noch besser ist als anno dazumal. So, das sollte als Begründung jetzt aber auch langsam mal reichen, oder? Bei Titanfall denken die meisten wohl nicht unbedingt an eine ausgefeilte Story. Teil 1 hatte beispielsweise gar keine Kampagne, sondern war rein auf Multiplayer-Schlachten ausgelegt. Und auch im Nachfolger werden vielen wohl eher die Gameplay-Mechaniken im Gedächtnis geblieben sein. Mit eurem Piloten ein paar Wallruns hinzulegen, per Greifhaken durch die Lüfte zu flitzen und dann in das Cockpit eures Titans zu hüpfen, um die richtig dicken Geschütze aufzufahren, das macht schon ordentlich Laune. Ganz zu schweigen von den netten Gimmicks, mit denen ihr beispielsweise zwischen zwei verschiedenen Zeitebenen hin und her wechseln könnt. Trotz alledem solltet ihr die Handlung von Titanfall 2 aber echt nicht vernachlässigen. Auf dem Papier bekommt ihr zwar nur die typische Kriegsgeschichte erzählt, in der ihr euch als Soldat Jack Cooper der übermächtigen IMC entgegenstellt. Gerade durch die Beziehung des Protagonisten zu seinem Titan BT bekommt der Ego-Shooter aber eine ganz besondere Note. Das ungleiche Heldenpaar findet nur durch tragische Umstände zueinander und baut erst langsam eine emotionale Bindung auf. Über den Spielverlauf hinweg entwickelt sich dann aber immer mehr eine Art Buddy-Bromance, in der der gefühlskalte Stahlkoloss beinahe ein wenig menschlich wird. Cooper und BT witzeln und sticheln gegeneinander, sind in ernsten Momenten aber auch füreinander da. Am Ende ist Titanfall 2 so keine Geschichte über den Krieg, sondern über einen Mann und seinen Roboterfreund, der einem, wenn die Credits über den Bildschirm rollen, sogar ein klein wenig ans Herz gewachsen ist. Herzlich willkommen im Oldest House, seines Zeichens der Hauptsitz des Federal Bureau of Control, einer amerikanischen Regierungsbehörde zur Untersuchung übernatürlicher Ereignisse und gleichzeitig auch der Schauplatz des Third-Person-Shooters Control, der finnischen Entwickler Remedy Entertainment. Wer hier eintritt, darf sich auf einen Mindfuck Deluxe gefasst machen, auf Dinge jenseits der Vorstellungskraft, die euch regelmäßig an eurem Verstand zweifeln lassen. Aber vielleicht fangen wir besser ganz von vorne an. In Control übernehmt ihr die Kontrolle über Jesse Faden, die es auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder in den FBC-Hauptsitz verschlagen hat. Statt Antworten tun sich da aber nur noch mehr Fragen auf. Das gesamte Gebäude ist nämlich von einer bösen Entität namens das Zischen besessen, das alle Mitarbeiter in angriffslustige Monster verwandelt hat. Und dann findet Jesse auch noch eine formwandelnde Pistole, die sie plötzlich zum Chef des ganzen Ladens macht. Boah, ziemlich skurril das Ganze. Über den restlichen Spielverlauf wird es aber nur noch abgedrehter. Ihr erkundet ein Hotel mit Dimensionsportalen statt Zimmertüren, trefft einen übernatürlichen Hausmeister oder bekommt von einem Karussellpony Superkräfte verliehen. Highlight bleibt aber immer das Büro selbst, das wie ein lebendiger Organismus wirkt, sich ständig verändert und immer wieder neue Geheimnisse offenbart. Ein bisschen Action-Adventure und Metroidvania mischt sich also auch in die Spielerfahrung. Die Story bleibt dabei zwar teilweise etwas kryptisch, hält einen aber bis zum Schluss trotzdem gespannt bei der Stange, bis man das Oldest House und all seine Mysterien verstanden hat. Mit Exodus fand die Metro-Reihe 2019 ihren vorläufigen Höhepunkt und gleichzeitig den Abschluss ihrer Story rund um Held Artyom. Und trotzdem würden wir hier eher Serienerstling Metro 2033 empfehlen. Klar, der ist ein klein wenig hässlicher und kann nicht mit schicken Open Worlds oder Raytracing aufwarten, aber das muss er auch gar nicht, denn Metro soll nicht schön sein, sondern eng, düster und dreckig. Und das bringt der erste Teil einfach am besten rüber.
Außerdem ist er auch der perfekte Einstieg in die atmosphärische Postapokalypse des Autors Dmitri Gluchowski, aus der Entwickler 4A Games einen packenden Thriller mit einer einzigartigen Prämisse gestrickt hat. Nachdem die Welt durch einen nuklearen Konflikt in Schutt und Asche gelegt wurde, haben sich die Überreste der russischen Bevölkerung in die Tiefen der Moskauer U-Bahn zurückgezogen. Dort fristen sie nun ein trauriges Schattendasein, das von Hunger, gefährlicher Strahlung und regelmäßigen Mutantenangriffen gezeichnet ist. Und dann treiben sich in den dunklen Tunneln ja auch noch die geheimnisvollen Schwarzen herum, humanoide Kreaturen, die die Menschen mit ihren telepathischen Fähigkeiten in den Wahnsinn treiben. Metro 2033 ist ein toller Mix aus klaustrophobischem Horror und ruppigem Überlebenskampf, der mit einer bedrückenden Stimmung, einer authentischen Spielwelt, interessanten Charakteren und einem befriedigenden Ende glänzt, das je nach Spielweise sogar unterschiedlich ausfällt. Aber auch hier gilt, für das rundeste Erlebnis greift ihr am besten zur 2014 veröffentlichten Neuauflage Metro Redux. Die kommt mit einigen technischen Verbesserungen an Grafik, KI und Waffenhandling daher. Spec Ops: The Line ist einer der ältesten Titel auf unserer Liste. Der Third-Person-Shooter hat mittlerweile fast 10 Jahre auf dem Buckel, ist im Vergleich zur Konkurrenz also ein klein wenig angestaubt, sowohl grafisch als auch spielerisch. Aus erzählerischer Sicht ist er aber nach wie vor absolut empfehlenswert, denn Spec Ops macht das, was sich nur wenige Titel im Genre trauen. Es setzt sich kritisch mit dem Thema Krieg auseinander und motiviert den Spieler, dasselbe zu tun. Das gibt es zwischen Actionfeuerwerken wie Battlefield und Call of Duty mit ihrer America-Fuck-Yeah-Einstellung so gut wie gar nicht mehr. Dabei startet das Spiel zunächst mal etwas unspektakulär. Als Captain Martin Walker werdet ihr mit eurem Delta Force-Team in ein von Sandstürmen heimgesuchtes Dubai entsandt, um nach dem verschollenen 33. Bataillon zu suchen. Das war dort mit der Evakuierung der Zivilbevölkerung beauftragt. Die Aufklärungsmission wird allerdings schnell zur Albtraummission. Neben tödlichen Schusswechseln erwarten euch auch immer wieder schwere moralische Entscheidungen, bei denen ihr nur zwischen zwei Übeln wählen könnt. Ein klar definiertes Gut und Böse gibt es in Spec Ops nämlich nicht, sondern nur die bittere Erkenntnis, all eure Taten haben grausame Konsequenzen, die euch dann auch schonungslos aufgezeigt werden. Am Ende steht ihr also nicht als strahlender Held da, sondern als Mörder mit Blut an den Händen, der sein eigenes Handeln hinterfragt. Ein Mann, eine Stadt, ein Leuchtturm. Das ist das Grundrezept der Bioshock-Spiele. Das gilt schon seit dem ersten Teil, der für viele, auch fast 15 Jahre nach seinem ursprünglichen Release, noch immer als der beste der Reihe gilt. In dem Ego-Shooter stürzt ihr mit Protagonist Jack mit einem Flugzeug über dem Atlantik ab und gelangt über ein paar Umwege schließlich in die versteckte Unterwasserstadt Rapture. Am Boden des Ozeans erwartet euch allerdings kein warmer Empfang. Die Stadt liegt in Trümmern, überall ziehen riesige Monster in Taucheranzügen, die sogenannten Big Daddies, ihre Runden. Und dann wäre da noch dieser mysteriöse Atlas, der sich nur per Funk meldet und plötzlich euer Freund sein will. Aus dieser Ausgangssituation spinnen die Macher von 2K Games einen spannenden Plot mit dem einen oder anderen unvorhergesehenen Twist und kniffligen moralischen Entscheidungen, die sogar den Ausgang der Handlung beeinflussen. Am meisten lebt das Spiel aber von den immersiven Umgebungen und der Atmosphäre. Rapture sieht mit seinem Art Deco-Stil der 30er Jahre einfach atemberaubend aus und erzählt mit seinen vielen Details ganz eigene Geschichten. Es ist das gefallene Paradies am Boden des Meeres. Ein gescheitertes Gesellschaftsexperiment, das einen ebenso rasanten Aufstieg wie Verfall erlebte und dessen Schicksal euch so schnell nicht loslassen wird. Also macht nach dem Ende des 2016 erschienenen Remasters, das im Vergleich zum Original auch 1080p Auflösung und höhere Framerate unterstützt, doch direkt mit der Neuauflage des Sequels weiter und schiebt für das komplette Paket auch noch Bioshock Infinite inklusive Burial at Sea DLC hinterher, wenn ihr denn bitte so freundlich wärt. Half-Life 2. Muss man dazu eigentlich noch viel sagen? Als das Ding 2004 erstmals für den PC erschien, ging ein wahrhaftiger Ruck durch die Spielewelt. In der PC Games setzte es mit 94% Spielspaßwertung eine absolute Topnote, nicht weniger als der beste Shooter seit Genregründung sei hier veröffentlicht worden, verkündeten die Kollegen damals. Das liegt zum einen natürlich an der Source Engine, die nicht nur in Sachen Grafik und KI einen enormen Schritt nach vorne machte, sondern durch ihre realistischere Ingame-Physik auch ikonische Gameplay-Gimmicks wie die Gravity Gun ermöglichte. Zum anderen ist aber eben auch die Handlung des Sci-Fi-Abenteuers absolut herausragend. Nicht nur, dass Gordon Freemans Trip durch City 17 und sein Widerstandskampf gegen die außerirdischen Combine eine bedrückende Zukunftsvision des totalen Überwachungsstaats zeichnet, auch das Worldbuilding und Storytelling suchen ihresgleichen.
Half-Life 2 erzählt seine Geschichte komplett ohne Cutscenes oder andere Spielelemente, die euch aus der Immersion reißen könnten. Stattdessen geben euch Dialoge, Weltereignisse oder Umgebungsdetails die nötigen Infos. Das macht Half-Life 2 zu einem einzigartigen Erlebnis, das jeder mal gespielt haben sollte. Wer den Ego-Shooter nach diesem Video also noch schnell nachholen will, dem empfehlen wir die Update-Version auf Steam. Die kostenlose Standalone-Mod der Community kommt mit verbesserter Beleuchtung, überarbeiteten Partikeleffekten, zahlreichen Bugfixes und sogar einem Entwicklerkommentar daher. Wer City 17 bisher noch nie einen Besuch abgestattet hat, bekommt hier also auf jeden Fall das schickste Gesamtpaket. Natürlich gibt es noch viele weitere Shooter mit guter Story. Die fantastische Stalker-Reihe zum Beispiel, die dieses Jahr noch mit Heart of Chernobyl fortgesetzt werden soll. Far Cry 3, das mit Vaas Montenegro einen der verrücktesten und gleichzeitig charismatischsten Bösewichte der Spielegeschichte einführte. Battlefield Bad Company rund um eine Chaotentruppe im Goldrausch oder Dead Space mit seinem finsteren Sci-Fi-Survival-Horror. Lasst uns in den Kommentaren also auch gerne eure Empfehlungen wissen. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über ein Abo und ein Like, sollte euch das Video gefallen haben. Und für noch mehr Baller-Action schaut euch doch mal unsere Einkaufsführer zu den besten Koop- und Multiplayer-Shootern an.